Warum gibt es eine Armbanduhr? Was? Aber keine Beinbanduhr. Beinbanduhr? Was geht, Freunde, da aus? Wir switchen rüber und let's rock. Okay, ich werde jetzt einfach meine Augen schließen und ruhig einschlafen. Oh ja, das denke ich mir auch so oft. Und dann zwei Stunden später bin ich immer noch wach und denke da, jetzt werde ich endlich einschlafen. Man kennt Moment das. Mal, wie werden eigentlich Verbrecher verhaftet, die keine Hände haben? Ey, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wie machen die das? Vielleicht am Hals? Mit dem Bein oder so? Werden ihnen etwa Fußschellen angezogen? Okay, das ist ja gar nicht mal so weit hergeholt. Gedanken gibt's ja wirklich. Einschlafen, Teil 2. Und was, wenn es doch kein Orangensaft auf dem Schnee war und der Schnee deswegen so komisch geschmeckt hat? Ich würde aufpassen beim Schnee essen. Oh, oh. Ich weiß, was es war, aber ich will es nicht so laut sagen. Wann beginnt eigentlich die Midlife-Crisis, wenn man unsterblich ist? Wenn da gibt's keine, das ist, ja, Wenn du unsterblich bist, dann bist du doch unsterblich. Und wer unsterblich ist, der stirbt ja nicht. Das heißt, der ist unsterblich. Da gibt's ja keine Midlife-Crisis, weil du ja nie in die Mitte kommst. Da gibt's keine Mitte. Echt mal. Wow, das wäre schlimm. Stell dir mal vor, die Erde explodiert oder so. Oder die Sonne und unser ganzes Sonnensystem endet in einer Supernova und du bist der Einzige, der noch lebt, weil du unsterblich bist. Du schwebst dann endlos durchs Weltall. Was für ein geiles Leben. Wenn man ein Einhorn mit einem Oktopus kreuzt. Ein Oktohorn, das ist geil. Steht daraus dann ein einhorniger Oktopus oder ein achtbeiniges Einhorn? Ein achtbeiniges Einhorn wäre mal krass. So ein Einhorn-Spinnen-Oktopus. Oder Oktohorn oder ein Puss? What the fuck? Ein Puss, ja? Du musst halt die Stelle steht auch immer ein Puss. Wie würden Stühle aussehen, wenn sich unsere Knie in die andere Richtung gebeugt hätten? Kann man eigentlich Gewicht verlieren, wenn man von seinen Problemen wegrennt? Na klar, wenn du rennst, dann könnte das funktionieren. Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, einen Whirlpool zu machen? Da war ganz bestimmt Erbsensuppe im Spiel. Ich sag's euch. Wenn die Erde zu 71% mit Wasser bedeckt ist, warum heißt sie dann überhaupt Erde? Eine sehr gute Frage. Und nicht Wasser. Warum sind diese weißen Fäden, die das Paar der neu gekauften Socken zusammenhalten, deutlich reißfester als der Stoff, aus dem die Socken selbst bestehen? Oh ja, ich hasse die Fäden. Ich habe schon so oft Socken dabei kaputt gerissen, weil ich keine Schere gefunden habe. Interessant. Bin ich die Einzige, die als Kind in einen Ventilator gesprochen hat? Und nein, definitiv nicht. Sich darüber gefreut hat, weil mein... Das mache ich sogar heute noch manchmal. ...der Stimme wie ein Roboter klang? 132 Schäfchen. Oh, Schäfchenzähne, das habe ich einmal gemacht, hat nicht funktioniert. Das hat mich nur noch länger wach gehalten. Ja, 33 Schäfchen. Ach, Schäfchen. Jetzt habe ich irgendwie Hunger auf einen Burger bekommen. Was für ein Umschwung von den Schäfchen auf die Schafburger. Wenn man sich aus Versehen den Daumen und Zeigefinger abhackt, dann wird der Ring... Ja, sowas passiert ständig aus Versehen. Oh, dann sind sie weg. Finger, der Mittelfinger sein. Woher weiß die Schmerztablette eigentlich, so, wo genau sich der Schmerz in meinem Körper befindet? Und was, wenn meine Witz... Ich glaube, jetzt habe ich mich aber auch schon mal gefragt, aber ich glaube, so eine Schmerztablette tut halt einfach alle Schmerzen lindern. Deswegen kannst du dir dann, wenn du die genommen hast, Mann, warum habe ich denn nur so ein Rollo im Auge? Kannst du dir dann ein Messer im Bauch rammen und du wirst es trotzdem merken. Auf die ich immer so stolz bin, eigentlich überhaupt nicht witzig sind. Ach nee, sein Schwachsinn, ich bin hilarious. Warum glätten sich Menschen mit lockigen Haare und Menschen mit glatten Haaren machen sich Locken? Wieso muss das... Ja, das frage ich mich auch manchmal. ...das Leben immer gegen uns spielen? Nee, wir machen so, dass es... Nee, wir spielen gegen das Leben, wie es vorgeschrieben ist. Wenn Künstler gut zeichnen können, warum zeichnen sie dann überhaupt Bilder, welche sie dann später verkaufen? Sie könnten doch einfach gleich Geldscheine zeichnen und somit so viele unnötige Zwischenschritte sparen. Ich werde Künstler. Mann, sind die blöd. Wie kann man feststellen, dass der Mensch, der zum Frühstück einen Berliner gegessen hat, kein Kannibale ist? Eindeutig, zweideutig, Geilheit, ja. Wow, Alter, das wird schlimm. Das wird schlimm. Es war doch eine schlechte Idee, ein originales deutsches Märchen vor dem Einschlafen zu lesen. Das ist wirklich eine blöde Idee. Das ist... Komm, das Schlendeck, dich war cool. Wieso müssen da ständig irgendwelche Körperteile... Na gut, gibt's das als Buch? Ja, bestimmt. ...abgeschnitten werden. Es ist einfach verstörend. Warum gibt es eine Armbanduhr? Was? Aber keine Beinbanduhr. Eine Beinbanduhr? Ja, man kennt sie, die Beinbanduhr. Gehst zum Uhrmacher, was brauchst du? Eine Beinbanduhr. Du könntest dir deinen Armbanduhr ans Bein hängen. Gibt wirklich Leute, die sowas machen. Und was, wenn wir Toilettenpapier essen würden? So könnten wir ja rein theoretisch etwas Zeit sparen, nachdem wir unsere Geschäfte erledigt haben. Nee, man könnte gleich während den Scheißen weiteressen, weil das steht ja schon neben dir. Ey, das ist eine geile Idee. Oh Mama, I'm a genius. Let the dogs out. Also das mache ich nicht beim Einschlafen. Interessant.
Wie schmecken unsere Gedanken? Vielleicht nach Regenbogen? Und wie schmeckt Regenbogen? Oh nein, wonach schmeckt Regenbogen eigentlich? Genau. Und was, wenn Luca Concrafter einfach 3 Jahre dafür gebraucht hat, um eine Pizza zu machen? Und dass er mein Herausforderungsvideo erst jetzt gesehen hat, einfach eine Ausrede war. Jetzt wissen wir... Okay, habe ich was verpasst? Ja, eindeutig. Bescheid, Luca. Aha. Aha. Was ist der Unterschied zwischen in der Erde und unter der Erde? In der Erde ist... Und... Ja, hä? Ja, sag mir mal, du verreckst. Und man vergräbt dich ja dann. Oder man verbrennt dich, je nachdem, was du willst, wenn du tot bist. Du wirst dir so oder so vergraben. Dann ja, sagst du ja immer, du bist unter der Erde. Aber eigentlich ist man ja in der Erde, weil du bist ja nicht unten drunter. Das geht ja nicht. Das ist ein Fall für die Mythbusters. Hippopotomo monstrose quipedaliophobie ist eine Phobie vor langen Wörtern. Ach, du heilige Mutter. Das, der Name der Phobie ist ja schon viel zu lang, um das, wer dann so eine Phobie hat, der, das macht ja null Sinn. Theresa, ich hätte ganz bestimmt nicht wissen wollen, dass meine Phobie so heißt, wenn ich Angst vor langen Wörtern gehabt hätte. Die Banane. Genau mein Gedanke. Banane ist ja die längste Beere der Welt. Aber warum ist sie dann krumm und nicht rund wie der Großteil der anderen Beeren? Soll ich vielleicht das nächste Mal ein dummer Gedanken eines Hundes Video machen? Vielleicht ist die Banane gerade deswegen krumm, weil man sie sich dann schöner reinschieben kann. Was meint ihr dazu? Wenn dumme Gedanken eines Hundes, das wäre eine geile Idee. Würdest du mal angucken, bitte? Ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und einem Hund-Emoji in den Kommentaren. Wartet mal. Ihr habt gerade meine Gedanken gelesen. Krass. Woher wissen diese Pflanzen, die wie Vögel aussehen? Wie Vögel aussehen? Krass, solche Pflanzen habe ich noch nie gesehen. Sehen. Ich meine, sie sehen doch nichts. Oder etwa doch? Bin ich die Einzige, die vor dem Einschlafen so viele dumme Gedanken im Kopf hat? Na, definitiv nicht. Ich manchmal auch. Mir geht's genauso. Ja, sowas habe ich auch schon unter Bett liegen. Ach so. Na, dann bin ich beruhigt. Ah, übrigens. Hast du gewusst, dass Bananen die längsten Beeren der Welt sind? Oh mein Gott. Hast du etwa auch daran gedacht? Dumme Gedanken beim Einschlafen. Okay, Leute, das... Man macht sich keine Gedanken, dass da was unterm Bett liegt. Nein, wir reden einfach über eine Banane. War's für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, das war's. War aber cool, Alter. Ich hoffe, dass mit dem Hund kommt wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und nicht getan abonnieren. Dies sind verabschiedet mich und bin damit raus.